Hallo und herzlich willkommen zu unserer Andacht am letzten Tag des Jahres. Hier vor dem Hintergrund des frisch beschneiten Grundes hinter Winkel. Und Sie sehen auch im Hintergrund so ein bisschen was von unserem Gemeindegebiet. Das Jahr geht zu Ende. 2020 wird irgendwie in die Geschichte eingehen als ein ganz besonderes Jahr, besonders mittelmäßig, besonders schlimm, besonders umwälzend, besonders epochal. Irgendwie wird es besonders sein. Und ich habe die letzten Tage mit vielen Menschen gesprochen, die ich so kenne, übers Telefon, übers Internet, auch Kommentare gelesen, hinter so Jahresrückblicken. Und ganz oft kam so die Aussage, ich bin froh, wenn es vorbei ist. Gott sei Dank ist 2020 vorbei. Kiste auf, Jahr rein zu, Schlüssel wegschmeißen. Und ich habe mir so gedacht, okay, ist das wirklich so sinnig? Oder gibt es nicht auch was, wo man sagen kann, das Jahr ist erinnerungswürdig und es gibt vielleicht auch einen guten Grund, es nicht zu vergessen? Die Jahreslosung zu diesem Jahr war, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ein Ausspruch, der an Jesus herangetragen wird. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Also ein Paradoxon, ja? Da jetzt jemand glaubt und man weiß, irgendwie ist man unsicher, hat wenig Vertrauen, Unglaube. Das Jahr hat uns ganz viel gezeigt über uns, wie wir als Kirche funktionieren und wie wir nicht funktionieren und was an uns nicht funktioniert. Es hat uns als Gesellschaft gezeigt, wo wir gut funktionieren und wo wir überhaupt nicht funktionieren. Es hat wie so ein Brennglas fungiert, wo ganz viele Sachen, die bei uns schwierig laufen in unserer Gesellschaft, auch in unseren Orten und Dörfern infrastrukturell, das sind Dinge, die schon immer schwierig waren, dieses Jahr nochmal besonders hervorgehoben wurden durch die Situation, die wir mit Corona hatten und auch noch haben. Das zu vergessen, würde bedeuten, wieder den Deckel drauf zu hauen. Wieder zu sagen, ach, ich guck weg, komm, Decke drüber, das war's. Es weiter zu betrachten und zu sagen, das ist ein erinnerungswürdiges Jahr, weil ganz viele Sachen aufgeploppt sind, die wir in den nächsten Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten, besprechen müssen miteinander, die wir entscheiden müssen miteinander, wo wir miteinander wieder näher zusammenrücken müssen. Unterschiedliche Meinungen in der Gesellschaft, unterschiedlichen Glauben in der Gesellschaft, Alter, Generation, Lebenseinstellungen. Das Jahr 2020 zu verstecken und es quasi abzuschließen, nie wieder drüber zu reden, das würde bedeuten, nichts zu lernen aus dem, was dieses Jahr passiert ist. Einfach zu sagen, ach komm, das war's, wir machen weiter wie bisher. Und ich glaube, das ist oder das wäre ein sehr, sehr großer Fehler für die Gesellschaft, für die Kirche, für uns als Menschen, die wir in diesem Land und vielleicht sogar, auch wenn es vielleicht ein bisschen sehr hochgegriffen ist, auf diesem Planeten miteinander leben. Ich glaube, hilft meinem Unglauben. Mit der Losung habe ich das Jahr begonnen und mit ihr bringe ich es auch wieder zu Ende. Ich habe dieses Jahr sehr viel Vertrauen gelernt, nicht nur in Gott, sondern auch in die Menschen, die mich so umgeben, die ganz viel Kraft aus sich freigesetzt haben und füreinander eingestanden sind, auch wenn es für sie selber sehr, sehr schwer war. Also ich habe ein großes Vertrauen erlebt, einen großen Glauben ineinander. Menschen, die mir vertraut haben, an mich geglaubt haben, Menschen, denen ich vertraut habe, Vertrauen zu Gott, Vertrauen innerhalb von Gemeinschaften und Interessensgruppen. Und das mitzunehmen, diese Kraft, auch die Erfahrung einer besonderen Not- oder Anspannungssituation, die will ich eigentlich nicht vergessen. Sondern ich möchte das mitnehmen in das nächste Jahr und in die Jahre, die kommen. Egal, wie lange uns Corona noch beschäftigen wird, ob sich das mit der Impfung irgendwie erledigt haben wird, ob sich das mit der Sommerzeit, die unweigerlich zur Hälfte des nächsten Jahres kommen wird, wieder abschwächt. Unabhängig davon, wie das weitergeht, möchte ich das eigentlich mitnehmen in die Zeit, in die Wochen, Monate und Jahre, die kommen werden. Besonders die Momente, wo ich gezweifelt habe, wo ich unsicher war. Und das waren einige. Das waren die Entscheidungen, ob das Format, was du jetzt gerade siehst, irgendwie angemessen ist, ob das was bringt. Es waren die Fragen darüber, wie wir mit den Weihnachtsgottesdiensten umgehen, wie wir mit den Gruppen von Familien, Älteren, Kindern und Jugendlichen umgehen, wie lange kann man die Gruppen
in der Corona-Zeit laufen lassen. Und dann muss man definitiv sagen, das wird zu gefährlich, die Durchmischung ist zu krass. Also da waren ein Haufen Entscheidungen, die der Gemeindekirchenrat und ich treffen mussten und wo auch immer ganz viel Unsicherheit im Spiel war, weil ich nicht weiß, ob es richtig war. Weil die Gemeindekirchenräte nicht wissen, ob es richtig war. Sondern wir uns einfach irgendwann gesagt haben, wir entscheiden uns im besten Wissen und Gewissen dessen, was wir können. Und das war ein besonderer Moment des Vertrauens in Gott. Wenn man selber sagen muss, ich komme an meine Grenze, ich überlasse es Gott, das Beste daraus zu machen, vielleicht auch mir aufzuzeigen, dass ich Fehler gemacht habe. Oder dass wir miteinander Fehler gemacht haben. Und dieses Erreichen der eigenen Grenze auch der Sicherheit, das haben ja viele Menschen erlebt. Ob das die Beschulung ihrer Kinder zu Hause war, die Unterstützung im Homeschooling, ob es darum ging, mit weniger Geld auszukommen wegen Kurzarbeit, ob das das Freisetzen von Kreativität war, um sich der Situation anzupassen, das eigene Geschäft irgendwie dem anzupassen oder natürlich auch seine Sozialkontakte anzupassen. Und zu überlegen, wie kann man trotzdem sich nahe sein, wie kann man trotzdem füreinander da sein und voneinander hören, sich füreinander interessieren, auch wenn das nicht in großen Feiern, großen Gruppen, besonders jetzt zum Jahresende, möglich war. Das Jahr 2020 ist der Umgang mit Sicherheit und Unsicherheit. Mit festen Glaubensüberzeugungen und Dingen, die diese Überzeugungen auch ins Wanken bringen können oder anfragen können. Und da passte dann am Ende dieser Jahresspruch, ich glaube, hilf meinem Unglauben, so fast ein bisschen prophetisch auf das Jahr, als er quasi 2019 für 2020 ausgewählt worden ist. Ich wünsche dir in den Tagen und Wochen, die kommen im neuen Jahr, alles erdenklich Gute und Gottes Segen für die Dinge, die du entscheiden willst, die Dinge, die du dir vorgenommen hast, die Dinge, die du vielleicht lernen willst aus der Zeit, die jetzt hinter uns liegt und uns auch noch ein Stück weit mit begleiten wird. Und auch alles erdenklich Gute bei den Dingen, die du hoffst und erträumst. Gott sei bei dir im Ausgang des Alten und im Beginn des neuen Jahres. Er segne dich und er behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Er begleite dich jetzt und alle Tage, die kommen. Amen. Wir sehen uns im neuen Jahr wieder, was dann quasi morgen ist und oder morgen beginnt. Da sehen wir uns dann im Laufe der Woche wieder und ich freue mich von dir zu hören, von deinen Eindrücken aus diesem Jahr und aus dem Jahr, was jetzt kommt, oder zu dem Jahr, was jetzt kommt. Bleib behütet und bis bald.